Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem nicht eingerichteten Mikro. Jetzt passt's wieder. Und natürlich zu Let's Play Death in Texas. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, Tag 21. Freunde, 3 Wochen arbeiten wir jetzt schon für diese Firma. Ja, und unsere neueste Errungenschaft. Ist das nicht schön? So beruhigend. Herrlich. Hier eine aufgespießte Taube oder so, egal. Freunde, lass uns doch mal gucken, was das Pseudo-Twitter für uns hat. @RobertaWills84. Weltraumzauberer 5, das Erwachen. War Mist. Ich lese jetzt Fanfiction, um mein Hirn zu reinigen. @Grim Times. Willkommen am Ende der Straße, Lissedi, go on. Go on! Ach nee, go west, immer noch. Ruhe in Frieden quasi, oder lebe oder sei in Frieden. @CultureMac. Der erste Teil von Liebe in der Tube. Als eine neue Serie. Und ja, hat mittlere Bewertungen bekommen, quasi. Das Shipment of Devotion. Oh. Ja, ja, da ist Leidenschaft mit drin und so weiter. @Foodies, 5 Gründe, warum ihr euch einen neuen, warum ihr zu dem neuen veganen Muffin Shop Double or Nothing gehen solltet. Das ist wieder mein Humor. Open Me, das machen wir doch glatt. Deine Aufmerksamkeit ist erforderlich. Ich wurde informiert über eine sehr delikate Situation. Ich vertraue darauf, dass du sie wie gewohnt bearbeiten wirst. Nein, dass du damit umgehen kannst, wie gewohnt. Was sollen wir heute machen? 5 Leute haben zu sterben. Ja? Und ein Mensch muss verschont werden. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. PS. Sei sehr vorsichtig damit. Die richtige Person muss leben bleiben. Tu, was du am besten kannst. Schick sie. Schick sie, vertraut uns. Guten Tag. Sie sind also meine heutigen Patienten. Oh, guck mal, Angela Merkel. Ach, was. Ja, wir fangen erstmal hier an. Oliver J. Ballard, 29. Was ist... Achso, der, der klaut Identitäten, ja? Also er ist ein Betrüger. So Face-Off im Körper des Feindes und so weiter. Verstehst du? Als er noch jung war, hat er Spielzeug geklaut. And his family was struggling to find happiness and misery. Ja, und seine Familie hat so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, irgendwas Glückliches in der kompletten Misere, im kompletten Mistschicksal zu finden. Ja, als er älter geworden ist, wurde er ein regulärer Schwindler. Ja, also quasi hauptberuflich, um halt seine Lebenssituation zu meistern. Aber nach einer Weile hat er quasi eine Chance gesehen, sich weiterzuentwickeln, mehr oder weniger. Und naja, um das Leben zu bekommen, was er seiner Meinung nach verdient, musste er die Entität eines Identitätendiebes stehlen. Okay. Rudolf Rudy, 19 Jahre alt, Student. Was ist Moral? Er ist quasi die Art von Erstsemesterstudent, der es gerade mal geschafft hat, so ein paar einführende Philosophiebücher zu lesen. Man kann jetzt aber nicht aufhören, darüber zu reden. Und wie er jetzt auf einmal, und zwar darüber, dass er jetzt auf einmal versteht, wie die Gesellschaft, die Moral und die Welt funktionieren. Alter, ich kenne solche Menschen definitiv. Nicolas Sao, 43, Spion. Naja, wurde nach Cosmopolis City von einem rivalisierenden Land geschickt, um ja, nationale Geheimnisse in Erfahrung zu bringen. Und keiner verdächtigt ihn, denn er ist ein sehr, sehr gut integrierter Schläfer quasi, also ein sehr, sehr gut integrierter Spion, ein Agent, ja.
prove catastrophic. Der Erfolg seiner Mission könnte Katastrophen beweisen? Irgendwie so? Prove me wrong? Oder ist es Prof? Oder ich bin... Heute muss ich mal dazu sagen, ich habe wieder diese tollen Ausreden. Heute war ein wirklich... Ja, komischer Tag. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Auf jeden Fall, der gute Nicholas, der Nick, ja? Oder Nicky, wie ihn seine Kumpels auch nennen. Der hat sich eine Familie zur Tarnung angeschafft, aufgebaut, ja. Aber mittlerweile fühlt er sich den auch ein Stück weit verbunden. Archibald Horgan, 19 Jahre alt, Praktikant. Er hat gedacht, sein Traum ist wahr geworden, nachdem er ein Praktikum bekommen hat bei einer großen Verlegerfirma. Bei einem großen Verleger. Dieses mit dem They und Both und hast du nicht gesehen, das ist hier echt immer schwierig dann zu übersetzen. Ja, hat sich aber herausgestellt, ist nicht so das Gelbe vom Ei, quasi. Meistens verbringt er jetzt die Zeit damit, seinem Vorgesetzten Streiche zu spielen. Das sollte man machen. Da ist Angie. Anna von Wolfenstein. 48, Richterin. Und zwar seit 20 Jahren und sie liebt diesen Job wie nichts anderes auf dieser Welt. Nicht unbedingt so sehr, weil sie für Gerechtigkeit sorgt, aber die politische Macht, die diese Position mitbringt, daran ist sie berauscht quasi. Sie mag es einfach, diese Macht zu haben und sie beeinflusst oder versucht manchmal ein bisschen zu sehr zu beeinflussen. Nija Basra, 34, Genetikerin. Sie sucht heimlich genetische Schnittstellen, aber sie versucht Menschen und Tiere und Pflanzen zu kreuzen. Ja, Ziele sind zum Beispiel Säugetiere, die fähig sind, Photosynthese zu betreiben, oder Sonnenblumen mit Ohren. Das finde ich sehr gut. Oh, schön. Sie hat auch gern ein Igel als Haustier. Aber anstelle dieser wunderschönen Igelstacheln, die wir ja auch bei Sonic haben, hätte sie da gerne was anderes dran. Und zwar eine Hecke. Ja, schön. Diese Forschung ist allerdings ziemlich teuer, aber sie glaubt, es dient alles einem höheren Zweck. Ihre Kollegen sind bereits alarmiert. Wen sollen wir denn davon jetzt umlegen? Scheiße. Also wir haben einen Identitätendieb. Wir haben den Angeber. Wir haben den, also ich sag mal, der Spion. Der geht auf jeden Fall drauf. Hier, die Richterin geht drauf. Auch die hier ist mir sehr suspekt, ja. Dann haben wir jetzt noch den Identitätendieb, den Praktikanten. Achso, hier ist der Praktikant und das ist dieser Angeberstudent. Ich würde sagen, der Identitätendieb ist nichts anderes als ein Identitätendieb. Und mal ganz ehrlich, wer mag denn diese Philosophiestudenten? Zack, weg. Der Praktikant. Den finde ich okay. Okay. Du darfst leben, Kumpel. Ich hoffe, wir entscheiden uns richtig. 2, 3, 4, 5. So, das passt. Stirb. Ach, ich muss das nicht jedes Mal weglegen. Das merke ich jetzt in der 21. Folge. Ich bin ein Profi. Ich bin ein riesiger Profi. So. Alter. So, Entschuldigung. War gerade danach. Ab damit. Okay, dann werden wir doch mal gucken, was uns das bringt. In die Bar. Nein, nicht in die Bar. Werden wir jemals in diese Bar gehen? Die alte Zauberwolke. When did you last smell the fresh scent of blossoming lilacs? Heard the soft cooing of a puffy bird with a bright plume? Felt the soft hum of the earth, yearning for attention? Also wann haben wir das letzte Mal quasi so die Vorzüge
des Lebens genießen können. Das, ne, also so das Summen, ja, nicht das Summen, das Singen der Vögel und so weiter und so fort. Ja, wenn ich jetzt nochmal so das ein oder andere Wort, was ich hier sehe, ne? Okay, aber fangen wir einfach mal an. Meine Erinnerungen sind sehr unzuverlässig. Wovon redest du? Ich spüre das immer noch. Naja, der Fluss ist quasi diesbezüglich schon ausgetrocknet und Salz füllt die Lungen der Unschuldigen. Finde ich persönlich am besten, aber ich sage natürlich, ich fühle das immer noch. Oh, proud Reaper. Sometimes you cut too deep. Ja, manchmal gehen wir quasi zu weit, aber ach. Immer noch Wolke? I dreamt the bags of sickly meat and brittle bone ceased to exist, collapsed into a pile of bone meal and bubbling innards juice. From the mulch rose a new, better human being. Much more capable of living. Unburdened by weak, spindly ligaments and fragile respiratory systems. Ja, sie träumt davon, einfach eine neue Art von Mensch auf diesen Planeten zu schicken. Deswegen sollen wir auch die ganze Menschheit auslöschen. Du kannst träumen? Ich habe das auch gesehen. Es ist irgendwie traurig, aber auch hoffnungsvoll. Ich sage, du kannst träumen. Odd question. Haven't you been paying attention? Was für eine Frage, hast du dich aufgepasst? It's an image that raises more questions than it solves. You imagine a golden trim to a rotten shack. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das ist wahrscheinlich sowas wie, du machst dir das viel, viel schöner, als es ist. So, im Sinne von, ne? Du versuchst hier gerade deine Gedanken oder deine Vorstellung so nach dem Motto aus Scheiße Gold machen, das schön zu reden. Jetzt habe ich's. Du weißt nicht alles. Diese komischen Rätselsprüche helfen mir jetzt auch nicht. We're not here to help, but to reflect. Wir wollen dir nicht helfen. Be seeing you. Wir wollen nicht helfen, sondern dass du dir selber hilfst quasi, dass du es selber erkennst. Wir sehen uns. Na, aber nicht mehr heute, du Arschgeige. So, Entschuldigung. Hallo, Chef. Och, toll. As you enter, Lady Ponington is batting the rubber gerbil between her paws. Also, als wir betreten, da ist die gute alte Lady Ponington. Ja, und kämpft quasi mit dem Gummispielzeug zwischen ihren Pfoten. Sozusagen. Ach nee, Betting? So touchen ist das, glaube ich. Squeak, squeak, the gerbil complains at every hit. Quietsch, quietsch, beschwert sich das Spielzeug nach jedem Schlag. Jesus Christus. Ich habe vergessen, was Erie ist. Ach Mann, ich weiß gar nichts mehr. Erie, Indiana. Das weiß ich noch. Unheimlich, ach so. Quietsch, quietsch. Ach so, das hatten wir schon. Ich bin etwas gerade verrutscht in der Zeile, weil ich dumm bin. Jesus, da ist irgendetwas Unheimliches an diesem Spielzeug. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst, Spielzeug. Seht ihr, wie das, wie die Unterdrückung, die Gewalt in das System einsickert, quasi. Puh, ich sag, ich weiß, wie du dich fühlst. Eier, was sind denn das? Das sind so Wörter, die hast du noch nie so wirklich, gebraucht. Ja, quietsch. Quietsch das, Spielzeug niedergeschlagen. The cat pats the toy on the head slowly. Her yellow eyes glow with mirth. Ey, das kann nicht sein, dass ich hier bei jedem Satz, ne? Das ist doch, naja. Die Katze patscht so ein bisschen auf dem Kopf vor dem Spielzeug ganz langsam. Ihre gelben Augen leuchten voll von Heiterkeit. The old-fashioned phone again rings right as you settle in. The familiar, if grainy, voice can be heard. Ja, das alte Telefon ist am klingeln und die Stimme, die du hörst, die kommt dir sehr bekannt vor. Grim, ah, you would not believe the fun I am having. Ah, sehen Sie, du glaubst nicht, was ich für Spaß habe.
such a transformation from the monotony of the office. It almost makes it all seem worthwhile. Ja, da ist er wieder, unser alter Chef. Der ist ja auch, ne? Er ist ja auch, auch ein komischer ist das. Er sagt auf jeden Fall, ah Mensch, das ist schon ein Unterschied, wenn man sich die Monotonie im Büro anguckt. Aber, ja, das Ganze scheint sich zu lohnen. Okay. Aber, oder einfach still sein. Ich sag, okay. Ich sag, okay. Yes, you expect your daily summary. But I still cannot find it in me to burden myself with this matter. Ja, du erwartest ja deine tägliche Bewertung oder Zusammenfassung, aber ich kann mir diese Bürde in diesem Fall einfach nicht aufladen. So, off you go. Also verpiss dich. No, it's not fuck off, it's off you go. Okay, heute mal was anderes. Ich glaube, ich verabschiede mich mal stilgerecht auf Englisch. My lovely friends, it was nice from you, from all of you, that you've seen this crappy shit. This crappy shite, you know? It is a real pleasure to entertain you guys. And every mate and every girl I see, I truly can say that I'm happy about them. So thank you once again, and I hope to see you soon. Yours old friend, Dr. Crappy. Good night, you sick motherfucker. Und ciao.